Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute zeige ich euch mal meine 5 teuersten Spiele aus meiner Sammlung. Grundsätzliches, ich habe nur einzelne Spiele genommen und das, was ich bezahlt habe. Also den momentanen Wert, den weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mag teilweise momentan etwas höher sein, manche etwas niedriger. Wie gesagt, ich habe die leider nicht im Kopf, weil ich die Preise nicht aktiv verfolge, weil wenn ich ein Spiel einmal gekauft habe, dann habe ich es in meiner Sammlung und dann muss ich mich darum zum Glück nicht mehr kümmern. Ja, es sind natürlich einige lose Spiele, aber auch natürlich Spiele in Originalverpackungen. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Eigentlich sammle ich ja wirklich Module. Also nur Module, große Verpackungen und so weiter in Originalverpackungen sammle ich persönlich nicht. Aber wenn mir natürlich so ein, zwei besondere Spiele mal über den Weg laufen, dann nehme ich mir die natürlich dann auch gerne mal entsprechend mit. Und natürlich die Super Nintendo Big Boxes, die sammle ich natürlich auch. Also die teuersten Spiele, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, das sind jetzt keine über seltenen, wertvollen Schätze, aber schon welche, die etwas teurer sind als so das Übliche, sage ich mal. Aber bevor ich jetzt groß mit der Zuordnung anfange, fange ich mal mit den Spielen an. Und zwar haben wir hier am Anfang Trip World. Das war so mein erstes teures Gameboy-Spiel, was ich mir mal besorgt hatte. Und zwar so ungefähr so 90 bis 100 Euro war es damals, als ich es gekauft habe. Ich habe es, glaube ich, damals für 90 Euro bekommen. Mittlerweile habe ich teilweise gehört, viele Grüße an dich, Boris, an dieser Stelle, dass das Ding schon wirklich enorm im Preis gestiegen ist. Es ist als eines dieser seltenen Spiele, wobei ich mich wundere, ehrlich gesagt, warum das so selten ist. Ich habe ja auch mal einen Test dazu gemacht und kurz recherchiert, aber ich habe jetzt keinen bestimmten Grund dafür gefunden, außer, hey, es ist halt in Europa nicht groß, in großen Mengen veröffentlicht worden, weil eigentlich ist das Spiel ziemlich geil. Ihr seht es vielleicht am eingeleiteten Gameplay, es hat so ein bisschen Kirby-Vibe, also ihr habt auch so eine kleine Knüllkugel, die ihr spielt, das ist ein Plattformer und das Besondere an diesem Spiel ist, finde ich, dass ihr das Spiel fast komplett friedlich spielen können. Also ihr müsst die ganzen Gegner nicht töten. Ihr könnt die irgendwie umgehen. Der Sound ist spitze. Die Grafik ist spitze. Also ich weiß nicht, warum sich das damals nicht so durchgesetzt hat. Ich bin da wirklich am Rätseln. Das kommt von Sunsoft. Das ist ja auch ein großer Hersteller, der wirklich nur Qualität ohne Ende abgeliefert hat. Ich verstehe es nicht, warum es so selten ist, aber es ist leider so. Wenn ihr das Spiel spielen wollt, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ob ihr das Geld dafür ausgeben wollt, für das Modul, als Sammlungsergänzung ist es natürlich super. Im Zweifel lieber einen Emulator spielen auf jeden Fall. Kommen wir zu meinem nächsten Gameboy-Spiel, auch lose, und zwar Avenging Spirit. Auch das, ein loses Spiel, ist relativ teuer. Auch hier, wenn ihr es etwas günstiger haben wollt und hauptsache das Modul haben wollt, dann holt euch einfach die amerikanische Version. Die hat zwar ein anderes Cover, das sieht so ein bisschen seltsam anders aus, aber ist dafür natürlich etwas günstiger, weil es, ich denke mal, damals einfach weiter verbreitet wurde. Auch das hat im Prinzip einen sehr geilen Ansatz. Also es gibt ja immer diese teuren Spiele, wie dieses berühmte Beethoven-Spiel, wo man das sieht und es ist teuer und selten, aber das Spiel ist einfach scheiße. Aber auch hier, das Spiel ist ziemlich geil. Und zwar ist es ein Plattformer. So, einen normalen Plattformer habt ihr ja immer irgendwelche Superfähigkeiten oder ähnliches, ne? Da ist die Superfähigkeit etwas anders, sage ich mal so. Also ihr spielt einen Geist. So, Geister haben natürlich das Problem, sie sind körperlos. Und ihr könnt nicht direkt mit der Spielwelt interagieren. Also, was macht ihr jetzt? Ihr habt zum Glück die Fähigkeit, ihr könnt andere Körper ja besetzen. Wie besessen und ihr könnt ihr dann steuern. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr einen Gegner seht, könnt ihr auf den zufliegen, Knopf drücken, zack, übernehmt ihr den und dadurch, weil die Gegner natürlich alle ihre eigenen Fähigkeiten haben, ne? Der eine rennt schneller, hat dafür nur Nahkampfangriff oder der andere ist langsamer, hat aber einen super Fernkampfangriff und so weiter. Aber dadurch könnt ihr durch diese Hüllen, nenne ich es mal, einfach durchwechseln. Ihr könnt das natürlich aber nicht beliebig machen, weil wenn eure Hülle stirbt, werdet ihr dann freigelassen und schwebt so ein bisschen rum. Dieses freie Rumschweben, das ist aber mit einem Zeitlimit begrenzt. Das heißt, ihr müsst euch dann einfach beeilen, um den nächsten Körper zu erwischen. Das heißt, ihr seid nicht unverwundbar und könnt einfach dann immer hin und her wechseln. Ist ein sehr, sehr interessantes Spielprinzip. Gefällt mir sehr, weil es einfach mal so einen ganz anderen Ansatz zu dieser üblichen Formel bringt. Sehr zu empfehlen, wie gesagt, wenn ihr das
günstiger. Wobei ich glaube, ich auch die USA-Version ist auch jetzt nicht super, super günstig. Ich glaube so, wenn ich es richtig im Kopf habe, so 30, 35 Euro bezahlt man. Aber ich habe jetzt im Vorfeld jetzt nicht geschaut, wie der aktuelle Preis ist. Also alles und ohne Gewehr, sagt man so schön bei der Lottozahlenziehung. Super Spiel. Ich wollte die europäische Version haben, hatte ich mir mal gegönnt. Wunderbare Sache auf jeden Fall. Als nächstes Gameboy-Spiel und als letztes Gameboy-Spiel in dieser Liste zumindest, habe ich Link's Awakening als Originalverpackung. Habe ich natürlich hier eine schöne Schutzhülle drumherum, denn seine Schätze muss man ja schützen. Der ein oder andere hat es vielleicht schon so irgendwo am Rande mitbekommen. Ich bin ein riesen Link's Awakening-Fan für den Gameboy. Und da war das Spiel natürlich wieder so eine Sache, wo ich eine Ausnahme gemacht habe, wo ich nicht nur das Modul haben wollte, sondern die Originalverpackung. Einfach ein fantastisches Spiel. Für mich das beste Gameboy-Spiel, was es jemals gab, weil einfach da so alles aus dem System herausgeholt wurde. Die Länge ist für ein Gameboy-Spiel episch. Die Detailtiefe, der Sound, also wirklich perfektes Spiel meiner Meinung nach. Und nicht nur die Technik stimmt, sondern auch wirklich das Gameplay und die ganze Geschichte drumherum und so weiter. Finde ich wirklich eine schöne Sache. Wie gesagt, muss ich unbedingt als Original haben. Ich bin auch noch ein bisschen auf der Suche nach Link's Awakening DX, weil es kam ja später für den Game Boy Color quasi eine abgedatete Version von Link's Awakening raus, wo noch ein zusätzlicher Dungeon reinkam und natürlich alles so ein bisschen an diese Farbpalette etwas aufgehübscht wurde. Ist mir persönlich allerdings zu teuer, weil ich habe bis letztens erstmal geguckt, auf jeden Fall über 100 Euro muss man da locker denn für blechen. Bin ich persönlich nicht bereit dafür, weil das wäre nur so ein cooles Zusatzdings irgendwie gewesen. Ich habe jetzt aber mal auf den japanischen Markt etwas geguckt. Da ist die Link's Awakening DX OVP meiner Meinung nach sogar noch viel schöner gestaltet. Und das kriegt man wirklich für 30 Euro plus natürlich ziemlich hohen Versand. Da bin ich mal überlegen, ob ich mir die auch hole. Aber Link's Awakening musste für mich einfach, war gesetzt. Das musste so in meine Sammlung auf jeden Fall rein. Ich spiele es immer noch regelmäßig, so einmal im Jahr irgendwie mal runter. Auch die Switch-Version, auch die Collector's Edition, aber für diese Serie habe ich jetzt mal nur Retro-Spiele genommen. Die teuersten, weil die Collector's Edition natürlich auch relativ teuer. Und ich glaube, so neun Sachen habe ich sogar ein, zwei Sachen, die noch etwas teurer sind, aber das ist vielleicht auch noch ein Thema für ein anderes Video auf jeden Fall. Auf jeden Fall Link's Awakening ist gesetzt. Dann kommen wir zu dem ersten Super Nintendo-Spiel und zwar Terranigma in der OVP. Ziemlich guter Zustand. Habe ich erst mir vor zwei Wochen gegönnt. Natürlich diese OVPs, die am Anfang vielleicht erwähnt, die Big Boxes, die versuche ich irgendwie so alle zu sammeln, weil diese Big Boxes, wer es nicht kennt, für Super Nintendo gab es eine gewisse Anzahl an Spielen, die kamen in diesen etwas größeren Boxen und nicht in diesen Super Nintendo Boxen, die so etwas zu groß waren. Da gab es halt noch das Goodie dazu, da gab es einen Spieleberater noch dazu, bei Mario Paint war da natürlich noch die Maus mit drin und so weiter. Und für mich als Kind waren diese großen Boxen natürlich was riesen Besonderes und so, boah, das muss ein ganz besonderes Spiel sein, wenn das wirklich dann so präsentiert wird. Und deswegen ist das so für mich so ein bisschen das Ziel, diese alle zu sammeln. Wobei es natürlich dann teilweise auch extrem teuer wird, wie zum Beispiel Super Metroid. Ist noch nicht in meiner Sammlung, weil das in der Big Box einfach über 200 Euro mindestens kostet momentan. Die Preise gehen da irgendwie durch die Decke. Ich habe keine Ahnung wieso. Super Spiel, aber gut gelabert, wieder zurück zu Terranigma. Ich habe es leider damals nicht gespielt, ich habe aber viel, viel Gutes davon gehört. Ich habe bisher auch leider keine Zeit gehabt, um da großartig reinzuspielen. Werde ich auf jeden Fall irgendwann mal nachholen. Ich habe so einen Anfang ein bisschen gespielt, so die erste halbe Stunde. Sieht technisch auch sehr gut aus, scheint natürlich so ein bisschen das übliche JRPG der Super Nintendo Zeit. Ich bin mal gespannt, was für Abenteuer mich da auf jeden Fall noch erwähnen. Aber jetzt kommen wir zum letzten Spiel und zwar Secret of Mana in der Big Box. Ja, natürlich die Spiele in der Originalverpackung, natürlich noch in der großen Originalverpackung, die nehmen natürlich in dieser Liste jetzt viel, viel Platz ein. Aber das Spiel, das war sogar eines meiner ersten, was ich in der Big Box mir hier für meine Sammlung gekauft habe und auch meine ersten Spiele, die ich mir überhaupt für meine Sammlung gekauft habe. Weil Secret of Mana habe ich damals wirklich gesuchtet ohne Ende. Ich habe das so dermaßen abgefeiert. Das hat mir auch so diese ganze Welt für diese Jay
JRPGs so ein bisschen eröffnet und mir gezeigt, was es da so alles gibt. Mal Super Nintendo-Spiele, was man halt hatte, Zelda, klar, aber die meisten waren so irgendwie Jump'n'Run-Spiele und sowas. Und dann kamen da damals solche Spiele, die auch noch mit dieser besonderen Verpackung dann irgendwie vermarktet wurden. Und das hat mich einfach dahin geblasen. Ich habe mit meinem Nachbarn, mit meinem Kumpel, das wirklich Stunden um Stunden lang gespielt. Sogar das Grinden für irgendwelche Level-Ups hat das Spaß gemacht. Und irgendwann hatte ich es auch durchgespielt und ich weiß jetzt noch, wie stolz ich da auf mich war. Das ist einfach ein wunderbares Spiel, was ich jeden Herzens ans Herz legen möchte. Allein wenn ich das Spiel starte und diese Titelmelodie kommt, da kriege ich Gänsehaut. Das hat sich so bei mir reingeprägt. Es mag vielleicht bessere RPGs auf dem Super Nintendo geben. Für mich persönlich nicht, aber das ist ja das Schöne an unserem schönen Retro-Hobby. Das ist alles subjektiv. Ne? Und was subjektiv ist, das ist nicht diskutabel. Von daher, das ist mein Lieblings-RPG auf dem System und daher muss ich das natürlich auch in meiner Sammlung haben. Und das waren auch meine 5 größten Sammlungsschätze, nenne ich es mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr vielleicht mal so andere Listen rund um meine Sammlung sehen wollt, haut's in die Kommentare rein. Ich bin über Ideen und Anregungen bin ich immer froh. Und ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.